Und viele Menschen wünschen sich eigentlich immer eine Expertenregierung. Klingt doch nach einer guten Idee. Die Popularität ist leicht zu erklären, denn es waren nicht Politiker und das genügt schon, denn das Berufsimage von Politikern ist im Bereich von Waffenhändlern und dem ältesten Gewerbe der Welt, ich meine die Zuhälter damit. Es werde Licht. ZIP 2 und Radio FM4 präsentieren. Der Professor und der Wolf. I say, what is this? Das Einmaleins der österreichischen Politik. Mit Peter Filzmaier und Armin Wolf. Hallo zur zweiten Episode von Der Professor und der Wolf. Hallo Peter. Hallo Armin. Peter Filzmaier ist der Professor und zwar für Politikwissenschaft und ich heiße Armin Wolf und moderiere das ZIP 2 auf ORF 2 und wir wollen heute über die Regierung reden in Österreich, was sie kann, was sie tut, was man als Minister oder Ministerin können muss und ob manche Politiker Universalgenies sind, weil sie hintereinander Verkehrsminister, Gesundheitsminister und dann auch noch Sozialminister sein können. Peter, was ist denn der größte Irrtum, das größte Missverständnis über die Regierung? Da fallen mir zumindest zwei Missverständnisse ein. Erstens, die Regierung würde die Gesetze machen, zumindest beschlossen werden diese immer noch im Parlament. Zweites Missverständnis, Minister, Ministerinnen sind immer Spezialisten und Fachleute in ihrem Gebiet. Stimmt auch nicht. Aber warum eigentlich nicht? Bleiben wir gleich dabei. Was muss ein Minister oder eine Ministerin können? Also ist es nicht sinnvoll, wenn der Gesundheitsminister Medizin studiert hat oder wenn im Bildungsministerium jemand sitzt, der mal an der Uni oder in einer Schule tätig war? Klingt einfach, ist aber nicht einfach. Die Zuständigkeiten sind vielfältiger. Armin, kennst du dich gleich gut aus mit Beamtendienstrecht, mit Fußball und mit Staatsoper? Bei Fußball kenne ich grob die Regeln. In der Staatsoper war ich schon gelegentlich. Im Beamtendienstrecht könnte ich schwächen haben. Dann bist du bestenfalls zu einem Drittel geeignet als aktueller Vizekanzler, denn der ist in seinem Ressort zuständig, einerseits für den öffentlichen Dienst, also für all das, was man früher Beamte genannt hat, zweitens für den gesamten Sport und drittens auch noch für den gesamten Kulturbereich und auch der von dir angesprochene Gesundheitsminister, wenn das ein Mediziner wäre, warum sollte das dann ein guter Sozialminister sein. Auch Gesundheits- und Sozialministerium sind kombiniert. Du müsstest auch beim Fußball ein bisschen nachlernen, das weiß ich, aber früher war Landesverteidigung mit Sport kombiniert. Da müsstest du auch noch zum Panzerexperten werden. Solche Wunderwutzis würde man dann nicht finden. Aber was muss man dann können als Regierungsmitglied? Gibt drei Qualifikationen. Als Generalist schadet Fachkompetenz natürlich nicht. Idiot zu sein ist nicht hilfreich für den Job. Aber man muss Organisations- und Managementskompetenz haben in einem riesigen Ausmaß. Denn man ist für ein Milliardenbudget verantwortlich und je nach Ministerium unterschiedlich. Aber aufgrund der vielen Lehrerinnen und Lehrer, der Bildungsminister hat über 100.000 Menschen als Personal zu managen. Und drittens, da es ein öffentliches Amt ist und in einer Demokratie haben sich Amtsinhaber zu erklären, nicht zuletzt in den Medien, bei dir ja auch, muss man Kommunikationskompetenz haben und alle Eigenschaften zu vereinen, das ist wirklich verdammt schwierig. Aber warum ist es dann manchmal so, dass in bestimmten Ministerien immer Fachleute sitzen, also zum Beispiel im Justizministerium immer Juristen und Juristinnen als Minister und in anderen ist es ganz unterschiedlich, zum Beispiel Verteidigungsminister war noch nie ein Berufssoldat, aber ein ehemaliger Zivildiener mal. Beim Justizministerium ist es einfacher, das war noch nie mit anderen Fachbereichen kombiniert und das Aufgabengebiet Recht ist auch sehr, sehr klar abgrenzbar. Beim Verteidigungsministerium ist das zwar auch ein relativ abgrenzbares Aufgabengebiet, wenn auch schon, wie gesagt, mit dem Sport mal zusammen gewesen, aber da hat man eher historische Bedenken gehabt, dass eine zivile Führung, ein ziviler Oberbefehl über das Bundesheer besser ist als ein rein militärischer, Angst vor einem Putsch, vor totalitären Absichten und dergleichen mehr. Es könnte ein Offizier sein, aber im Regelfall ist es eine Zivilperson. Jetzt gibt es ja auch noch den Bundeskanzler, den Regierungschef, so sagt man oft auch, und der darf ja tatsächlich seine Ministerinnen und Minister aussuchen und dem Bundespräsidenten zur Ernennung vorschlagen, aber ist er dann auch wirklich ihr Chef? Also kann der Kanzler einer Ministerin was anschaffen? Nein, was die Macht betrifft, während der Regierungszeit ist der Kanzler, die Kanzlerin in gewisser Hinsicht ein ziemlich armes Schwein, denn er oder sie hat keine Befehlsweisungskompetenz und nicht einmal wie in Deutschland der Kanzler, die Kanzlerin eine Richtlinienkompetenz, also rein formal kann Kanzler, Kanzlerin nicht einmal sagen, dieses Thema muss in deinem Ministerium jetzt gefälligst behandelt werden. Aber was kann der Bundeskanzler dann tun, wenn er mit einem Regierungsmitglied unzufrieden ist? Zunächst gibt es natürlich eine informelle Macht, denn
Man ist im Regelfall auch Parteichef, mit Ausnahme einer Expertenkanzlerin, die wir einmal hatten. Und da hat man natürlich Einfluss auf zumindest die Mitglieder der eigenen Partei in der Regierung. Beim Koalitionspartner schaut es ohne dies schon wieder anders aus. Und man hat hoffentlich das Personal gut ausgesucht, denn wer Minister oder Ministerin wird, wird vom Kanzler, dem Bundespräsidenten, zur Angelobung vorgeschlagen. Im Extremfall könnte ein Kanzler auch jemand zur Entlassung wieder vorschlagen, wird aber dann schwierig, ohne eigenes Versagen einzugestehen, denn man hat ja die Person eben ausgewählt. Ist ja tatsächlich überhaupt erst einmal vorgekommen in den letzten 70 Jahren, nämlich als Sebastian Kurz aus ganz anderen Gründen Herbert Kickl zur Entlassung vorgeschlagen hat als Innenminister nach Ibiza. Bleiben wir beim Bundeskanzler. Ist der mächtigste Politiker im Land? Nein, er ist in der Regierung und ist ein sogenanntes Kollegialorgan, nur Erster untergleichen. Er kann, wenn er sehr populär ist oder parteiintern wird man auch populär, Wahlen sehr überzeugend gewonnen hat, natürlich aufgrund dieses Status mit Überzeugungskraft sehr viel beeinflussen, aber die formale Macht des Bundeskanzlers ist relativ beschränkt. Was muss der Bundeskanzler oder eine Kanzlerin eigentlich selber können? Der führt ja kein eigenes Ministerium. Es geht um Koordinationskompetenz. Man kann sich als Chefkoordinator der Regierung verstehen. Es geht sehr viel um Kommunikation. Manche Regierungschefs verstehen sich auch in erster Linie als Chefkommunikatoren. Was ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin nicht sein sollte, ist Cheflobbyist für Teilgruppen der österreichischen Gesellschaft, denn man ist schon für alle hier lebenden Menschen zuständig. Der Kanzler wird ja vom Bundespräsidenten ernannt, aber muss er sich vorher eigentlich einer Wahl gestellt haben? Der Kanzler muss sich keiner Wahl gestellt haben. Es ist üblich oder der Regelfall, dass ein Kanzler, eine Kanzlerin, Spitzenkandidat der jeweiligen Partei, die dann zur Kanzlerpartei wird, war in der Wahl. Aber theoretisch kann das jeder erwachsene Österreicher oder Österreicherin werden, egal ob bei der Wahl vorher auf einer Parteiliste stehend oder nicht. Das ist ja interessant, weil in Deutschland zum Beispiel ist das anders. Da müssen ja der Kanzler oder die Kanzlerin und alle Minister auch fürs Parlament vorher gewählt worden sein. Bei uns kann das auch ein sogenannter Quereinsteiger sein. Also 2016 zum Beispiel Christian Kern von der SPÖ, der war vorher Chef der Eisenbahn, der ÖBB und war nicht im Parlament. Ist das ein besseres Modell als in Deutschland? Es gibt immer Diskussionen, wenn man dann sagt, direkt gewählt ist in der Verfassung nicht verlangt, aber braucht nicht ein Kanzler, eine Kanzlerin indirekt eine demokratische Legitimation? Und wenn jemand bisher theoretisch Spitzenfußballer war und noch nicht mal wusste, was eine Wahl ist, dann wäre das vielleicht nicht ausreichend. Aber möglich ist es. Das Regulativ ist aber der Bundespräsident, der muss ja den Kanzler ernennen und er wird nicht irgendjemanden nehmen. Und automatisch ein Kanzlerwechsel, der ja auch aus beispielsweise einem tragischen Grund wie Tod erfolgen könnte, muss ja nicht zu Neuwahlen führen. Jetzt normalerweise wird ja der Chef oder die Chefin der stärksten Partei Bundeskanzler, war aber auch schon mal anders, nämlich der Chef der drittstärksten Partei, nämlich Wolfgang Schüssel von der ÖVP im Jahr 2000. Der war bei der Wahl nur Dritter, nur gut 400 Stimmen irgendwie hinter der FPÖ. Und dann hat der Zweite, nämlich die FPÖ, den Dritten, die ÖVP, zur Kanzlerpartei gemacht. War das demokratisch? Ja, das ist nicht nur in der Verfassung vorgesehen, sondern es gibt eben viele Möglichkeiten, dass es eine Mehrheit im Parlament gibt. Denn im Regelfall, mit Ausnahme einer Minderheitsregierung, das gab es aber erst einmal 1970-71, wird der Bundespräsident Regierungsmitglieder aus jenen Parteien angeloben, die im Parlament gemeinsam eine Mehrheit miteinander haben und die auch zusammenarbeiten wollen. Das kann der Erstplatzierte einer Wahl sein mit einer Zweit-, Dritt-, theoretisch viert-, fünftplatzierten Partei. Das kann aber auch sein, die zweit- und drittplatzierte Partei und so weiter und so fort. Das heißt, solange es eine Mehrheit im Parlament gibt für die Regierung, ist es demokratisch? Es ist demokratisch, es ist auch eine Minderheitsregierung demokratisch. Die Frage ist, wie lange überlebt diese, wenn sie keine Mehrheit im Parlament hat. Es wäre übrigens, auch wenn das nach Detail klingt, schwierig zu sagen, der Erste soll immer den Kanzler, die Kanzlerin stellen, beziehungsweise die erstplatzierte Partei. Denn im vorigen Jahrhundert hatten wir ein Wahlrecht, wo es theoretisch möglich gewesen wäre, dass eine Partei knapp mehr Stimmenprozente hat, aber ein Mandat weniger als die andere Partei im Nationalrat. Was zählt dann? Wer ist dann Erster? Das ist auch sogar passiert in den 50er und 60er Jahren. Wie oft kann der Bundeskanzler wechseln, ohne dass man davor neu wählen muss? Wir haben ja 2021/22 innerhalb von einem halben Jahr drei verschiedene Bundeskanzler gehabt. Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg und Karl Nehammer, ohne dass es dazwischen Neuwahlen gegeben hat. Ist offensichtlich möglich, aber ist das demokratisch? Es wäre täglich möglich. Denn das geht sich aus. Ein Kanzler kann zurücktreten oder einem Misstrauensvotum im Parlament, im Nationalrat zum Opfer fallen. Der Bundespräsident muss jemanden Neuen angeloben. Da schafft man das eine am Vormittag und das andere am Nachmittag. Und wenn dann am nächsten Tag, am Vormittag, das nächste Misstrauensvotum theoretisch ist, wäre ein täglicher Wechsel möglich. Demokratisch ist es für die politische Stabilität nur bedingt hilfreich.
Kommen wir wieder zurück zur Regierung insgesamt. Jetzt ist ja interessanterweise nirgendwo festgelegt, wie viele Regierungsmitglieder es überhaupt geben muss und für welche Themenbereiche es Ministerien gibt. In der Verfassung sind nur zwei Ministerien wörtlich angeführt, nämlich das Finanzministerium und das Innenministerium. Alles andere kann jede Regierung für sich selber regeln. Jetzt trotzdem gibt es manche Ministerien immer. Es gibt zum Beispiel immer ein Verteidigungsministerium oder ein Außenministerium und andere wechseln oder werden zusammengelegt oder überhaupt neu erfunden. Also das Klimaministerium ist ziemlich neu zum Beispiel. Das Frauenministerium gibt es erst seit 1990. Wie funktioniert das? Es gibt ein Bundesministeriengesetz und in diesem Bundesministeriengesetz steht drinnen, wie viele und welche Ministerien wir mit welchen Zuständigkeiten haben. Und jede neue Regierungsmehrheit im Parlament kann ein neues Bundesministeriengesetz beschließen und hat natürlich auch da das Recht, politisch zu gestalten. Also wenn aus politischen Gründen gemeint wird, ein eigenes Frauenministerium macht Sinn, im Sinn der Geschlechtergleichheit, Geschlechtergerechtigkeit, der Emanzipation und man hat eine Mehrheit dafür, kann man das tun. Man kann sagen, ich brauche ein eigenes Jugendministerium, war in diesem Fall noch nicht in Österreich, dass das je realisiert würde, weil man meint, die Jugendsektion soll nicht ein Wanderpokal sein, das schon seit Jahrzehnten zwischen verschiedensten Ministerien hin und her wandert. Momentan gibt es einen Bundeskanzler, 13 Minister und Ministerinnen und 4 Staatssekretariate. Ist das im internationalen Vergleich viel oder wenig? Das kommt auf die Vergleichsgröße an. In der Schweiz hat man deutlich weniger Regierungsmitglieder beispielsweise. Es gibt auch Länder mit mehr Regierungsmitgliedern. Die Qualität der Regierung, die hängt nicht davon ab, ob wir einen Minister mehr oder weniger haben. Wenn eine Regierung schlecht ist, hilft es nichts, wenn wir 5 Minister mehr haben. Und wenn eine Regierung gut ist, ist das auch kein Problem, aber dann ist sie wahrscheinlich auch gut mit ein paar Ministern weniger. Es gibt auch noch schon erwähnt StaatssekretärInnen. Das sind natürlich nicht wirklich Sekretäre oder Sekretärinnen, sondern Berufspolitiker und Politikerinnen. Aber was viele Menschen nicht wissen, sie sind nicht Teil der Regierung. Aber was sind sie dann? Sie haben eine komische Twitter-Funktion realpolitisch. Formal sind sie Hilfskräfte des jeweiligen Ministers und der Ministerin. Allerdings realpolitisch wird ihnen manchmal ein eigenes Aufgabengebiet übertragen, also beispielsweise eine Staatssekretärin für den Kulturbereich, weil das gesamte Ressort vom Beamtendienstrecht bis zum Sport noch so viel mehr umfasst. Sie haben auch manchmal ein bisschen eine Aufpasserfunktion, nämlich in einer Koalitionsregierung, da hat man sehr gern gewollt von jener Partei, die nicht den Finanzminister stellt, dass man wenigstens einen Staatssekretär im Finanzministerium hat, denn beim Budget geht es um die wichtigsten Dinge in der Republik und das sollte man zumindest mitbekommen. Staatssekretär haben es aber wirklich schwierig. Sie sind zum Beispiel bei den Regierungssitzungen dabei, aber sie dürfen nicht mitstimmen. Auch nicht sehr spannend. Wofür braucht man eigentlich überhaupt Ministerinnen und Minister? Um das öffentliche Leben in Österreich zu organisieren und zu verwalten. Im Parlament werden Gesetze beschlossen, die legen Rahmenbedingungen fest, zum Beispiel auch, wie viel Steuern du zahlen musst, Armin. Aber ohne Finanzministerium und Finanzämter, die diese Steuer auch einheben, könnte es ja vorkommen, dass du sagst, dann zahle ich sie eben nicht. Würde natürlich nicht vorkommen. Du natürlich aber, nicht, aber theoretisch. Also ich zahle jetzt nicht nur deswegen, weil es einen Finanzminister gibt, aber sondern weil ich natürlich ein gesetzestreuer Bürger bin. Wie arbeitet die Regierung? Die gesamte Regierung trifft sich ja einmal die Woche im sogenannten Ministerrat. Das sind die Regierungssitzungen. Wird dort die Politik der Regierung gemacht? Weil die dauern ja nur 1-2 Stunden. Letztlich wird im Ministerrat nur beschlossen, was lange vorbereitet ist. Kurz vor dem Ministerrat treffen sich im Regelfall Kanzler, Vizekanzler, jeweils auch in der weiblichen Form, mit den Clubobleuten ihrer Parteien im Parlament und dem engsten Mitarbeiterstab. Da wird schon vorbesprochen, was nachher beschlossen werden soll. Und in den jeweiligen Ministerien und Stäben, sicher parallel auch oft genug in den Parteizentralen, wird längerfristig geplant, was soll am Ende rauskommen. Beispielsweise, was im Ministerrat oft ein Beschluss ist, ist eine Regierungsvorlage, dass das Parlament ein Gesetz daraus machen soll. Na, da beginnt oft schon ein halbes Jahr oder noch länger vorher mit einem Referentenentwurf im jeweiligen Ministerium die Diskussion. Das heißt, im Ministerrat selber wird jetzt nicht mehr sehr grundsätzlich diskutiert, aber dort herrscht dann für die Beschlüsse Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, jedes einzelne Regierungsmitglied kann jeden einzelnen Beschluss auch verhindern. Das müsste doch jeden einzelnen Minister wahnsinnig mächtig machen, wenn er bei jedem Beschluss sagt, ich mache da nicht mit. Das Problem ist es eher zwischen 2 oder mehr noch einmal mehr möglich, 3 oder 4 Regierungsparteien, denn die können sich dann in der Tat dort blockieren. Innerhalb der gleichen Partei herrscht normalerweise schon der Konsens. Man ist ja auch durch die Partei
so ein Minister auch ein Nationalratsmandat hat, gewählt worden, weil man auf der Parteiliste stand. Man wurde vom Kanzler ernannt und der wird nicht seinen größten parteiinternen Widersacher unbedingt zum Minister machen. Da sollte das klappen. Die Betonung liegt allerdings schon auf sollte, denn ein Minister fühlt sich vielleicht auch einer Teilorganisation einer Partei verpflichtet, einer Länderorganisation. Und es soll schon mal vorgekommen sein, dass ein Minister einen Landeshauptmann angerufen hat, sind wir jetzt dafür oder dagegen. Es lernen wir ja alle in der Schule, dass die Gesetze im Parlament beschlossen werden. Das Parlament ist der Gesetzgeber. Aber in Wahrheit ist es doch in Österreich anders. Die allermeisten Gesetzesentwürfe werden ja nicht im Parlament geschrieben, sondern in den jeweils fachlich zuständigen Ministerien. Das heißt, die Steuergesetze im Finanzministerium, ob es eine Zentralmatura gibt oder nicht im Bildungsministerium. Und die werden dann im Ministerrat als sogenannte Regierungsvorlagen einstimmig beschlossen und kommen erst dann ins Parlament und werden dann von den Regierungsparteien mehr oder weniger unverändert zu Gesetzen gemacht. Ist dann nicht doch in Wahrheit die Regierung der Gesetzgeber? Indirekt ja, und das ist eine gewisse Durchbrechung der Gewaltenteilung zwischen Verwaltung, Regierung, Exekutive und dem Parlament als Legislative, als Gesetzgebungsorgan. Und die Regierung kann sich meistens auch sicher sein, dass aufgrund der Fraktionsdisziplin, es wird entlang der Parteilinien im Parlament abgestimmt, ihre Regierungsvorlage auch eine Mehrheit findet. Der Grund, warum nur die Regierung viele Gesetze vorbereiten kann, ist, dass sie mehr Ressourcen hat. Denn es gibt in Ministerien, die heißen sogar Legislative, also gesetzgeberische Abteilungen mit viel Personal, die Gesetzesentwürfe schreiben können. Parlamentsabgeordnete haben nicht so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die braucht es aber, denn zum Beispiel das Bundesfinanzgesetz, volkstümlich Budget genannt, das wahrscheinlich wichtigste Gesetz überhaupt, das ist, wenn man es ausdrucken würde, ein Papierstapel von 20 cm Höhe mindestens. Über das reden wir dann noch mehr in der Folge übers Parlament. Jetzt haben wir in Österreich meistens Koalitionsregierungen, weil seit über 40 Jahren keine Partei mehr eine absolute Mehrheit mehr hat, also über 50% der Sitze im Nationalrat. Wie funktioniert so eine Koalition? Sind da beide Parteien gleich mächtig? Wer bekommt welche Ministerien? Es gibt einen Aufteilungsschlüssel, der zwar nirgendwo festgeschrieben ist, der aber schon von der Zahl der Ministerinnen und Minister dem Wahlergebnis in etwa entspricht. Also wenn eine Partei mit 40% der Stimmen mit einer Partei mit 10% der Stimmen koaliert, dann muss es nicht punktgenau 4-1 sein bei der Aufteilung der Ressorts, aber es wird nicht die Partei mit 10% gleich viele Ministerposten bekommen. Es geht allerdings auch um sogenannte mächtige Ministerien, Finanzministerium zum Beispiel gilt als mächtig, und dann je nach Partei sind unterschiedliche Ministerien wichtig. Die Grünen haben nichts davon, wenn sie zwei andere Ministerien kriegen, aber das Umweltministerium nicht. Das widerspricht sozusagen ihrer DNA und Identität. Ja, dass die ÖVP will zum Beispiel immer das Wirtschaftsministerium in einer Regierung. Und das Landwirtschaftsministerium. Und die SPÖ das Sozialministerium, wenn sie in der Regierung genau. ist. Jetzt gab es ja schon viele verschiedene Koalitionen in Österreich, am öftesten SPÖ und ÖVP gemeinsam, aber auch schon vor langer Zeit mal, kann man sich kaum mehr vorstellen, SPÖ und FPÖ, dann gab es ÖVP und FPÖ und zuletzt jetzt ÖVP und Grüne. Das waren aber immer zwei Parteien gemeinsam, während es in anderen Ländern ganz üblich ist, dass auch drei, vier oder fünf Parteien gemeinsam regieren, wie in Skandinavien oder in Deutschland jetzt drei. Warum ist es bei uns nicht so? Weil wir lange Zeit zumindest viel weniger Parteienvielfalt hatten. Wir hatten sogar im vorigen Jahrhundert ein quasi zweieinhalb Parteiensystem mit einer sehr großen SPÖ, einer sehr großen ÖVP und einer ziemlich kleinen FPÖ, die bestenfalls Zünglein an der Waage bei der Regierungsbildung sein konnte. Oder es gab eben eine große Koalition, sehr oft, wenn nicht einer der beiden Großparteien wie SPÖ und ÖVP sowieso die absolute Mehrheit hatte und allein regieren konnte. Je mehr Parteien, desto schwieriger wird schon rein rechnerisch, aber natürlich auch politisch, um zu einem Konsens zu einem Regierungsprogramm zu kommen. Überhaupt keine Tradition gibt es in Österreich bei Minderheitsregierungen. Das hatten wir nur ein Jahr lang, 1970-71, ganz am Anfang von SPÖ-Bundeskanzler Kreisky, gab es aber dann ganz schnell Neuwahlen und er hatte dann eine absolute Mehrheit. In anderen Ländern sind so Minderheitsregierungen durchaus üblich. Warum bei uns nicht? Minderheitsregierungen verlangen ja trotzdem die Unterstützung durch einen Nicht-Koalitionspartner, aber mindestens eine zweite Partei. Denn wenn das nicht der Fall ist, könnte sie ja jeden Tag abberufen werden mit Mehrheit im Nationalrat, würde also unter einem Damoklesschwert stehend quasi regieren. Dieser Grundkonsens ist in Österreich, wenn man die Geschichte betrachtet, ein bisschen schwierig, denn die politischen Lager haben im Februar 1934 aufeinander geschossen. Also das Vertrauen, mach du mal in eine Minderheitsregierung, ist angesichts dieser Geschichte verständlicherweise nicht besonders stark ausgeprägt.
Das genau gegenteilige Modell ist eine Konzentrationsregierung, die gibt es vielleicht genau aus diesem Grund. In einigen Bundesländern, in der sind alle Parteien vertreten, die in einem Parlament oder einem Landtag drin sind. Das ist in der Schweiz generell so, in Österreich noch immer, in ein paar Bundesländern, zum Beispiel Niederösterreich. Ist das nicht überhaupt ein super Modell, dass alle Parteien in der Regierung zusammenarbeiten? Das sind in Nieder- und Oberösterreich noch existieren, in Österreich sogenannte Proporzregierungen, also jede Partei ab einem bestimmten Stimmenanteil, das sind so knapp 10% der Stimmen, bekommen automatisch Regierungssitze zugesprochen. Ja, das hat wiederum diesen historischen Grund. Politische Lager, die aufeinander geschossen haben, wollte man quasi dadurch an einen Regierungstisch zwingen. Denn wer an einem Regierungstisch sitzt, der spricht dann doch eher miteinander, als die Gewehre auszupacken und mit Patronen aufeinander loszuknallen. Aber natürlich ist ein anderes Problem damit aufgetaucht. Eine Demokratie funktioniert durch Regierung und Opposition und die Opposition kontrolliert die Regierung. Es hatten wir tatsächlich, zum Beispiel in Oberösterreich ist das noch gar nicht so lange her, eine Situation, dass jede Partei, die im Landtag ist, und der Landtag soll die Regierung dort kontrollieren als Parlament, automatisch auch Regierungspartei. Na, zumindest bei den eigenen Regierungsmitgliedern steht man da schon unter Generalverdacht, man nimmt es nicht so genau als Partei mit der Kontrolle. Jetzt hatten wir ein paar Monate lang im Jahr 2019 überhaupt eine ganz andere Regierung wie noch nie zuvor, nämlich nicht aus Politikern, sondern aus Spitzenbeamten. Und die Bundeskanzlerin, die erste in Österreich, war vorher die Präsidentin des Verfassungsgerichts. Das war nach dem Ibiza-Video, als der Nationalrat die Regierung abgewählt hat und Neuwahlen beschlossen hat. Und da hat der Bundespräsident für diese Übergangszeit eben diese Expertenregierung angelobt. Und das, was erstaunlich ist, passiert, die war extrem populär in der Bevölkerung und viele Menschen wünschen sich eigentlich immer eine Expertenregierung. Klingt doch nach einer guten Idee. Die Popularität ist leicht zu erklären, denn es waren nicht Politiker und das genügt schon, denn das Berufsimage von Politikern ist im Bereich von Waffenhändlern und dem ältesten Gewerbe der Welt, ich meine die Zuhälter damit, damit waren die automatisch schon mit einem Startvorteil ausgestattet. Es gibt aber ein inhaltliches Problem, weniger, dass sie nicht gewählt wurden, denn es ist in der Verfassung vorgesehen, der Bundespräsident gelobt die Regierung an, aber die haben ja selber gesagt, sie wollen nicht Grundsatzentscheidungen treffen. Daher stellen Sie sich vor, wir haben längerfristig eine Regierung, die sagt, wir wollen keine Meinung haben, ob wir in der EU sein sollen oder nicht und so weiter und so fort. Das funktioniert dann langfristig eher doch nicht. Und man muss auch dazu sagen, damit diese Regierung nicht abberufen wird im Parlament, war sie vom Bundespräsidenten mit den Parlamentsparteien sehr sorgsam abgestimmt. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, das war nicht nur eine Regierung, in der keine Politiker waren, die hat auch de facto keine Politik gemacht, sondern einfach für ein paar Monate das Land verwaltet. Sie war ein Verwaltungsorgan, wie Regierung auch ist, das ist die tägliche Aufgabe, aber selbstverständlich hat eine Regierung auch eine politische Funktion und genau das wollte man nicht sein. Das war in der damaligen Zeit vielleicht auch zur Beruhigung der vielen Kontroversen eine sehr gute Variante, aber für eine gesamte Regierungsperiode von 5 Jahren wohl kaum. Normalerweise bleibt eine Regierung ja im Amt, bis es wieder Nationalratswahlen gibt und dann auch eine neue Regierung gebildet wird. Aber kann man sie auch schon vorzeitig loswerden, also entweder die ganze Regierung oder einzelne Minister oder nur den Bundeskanzler? Es gibt 2 Möglichkeiten für den Nationalrat, also eine Kammer des Parlaments, eine Regierung loszuwerden. Das eine ist durch ein sogenanntes Misstrauensvotum, das heißt dem Kanzler, einem einzelnen Minister, Ministerin oder der gesamten Bundesregierung wird in einer Abstimmung das Misstrauen ausgesprochen und zwar aus inhaltlichen Gründen. Das heißt nicht, dass jemand in der Regierung was verbrochen haben muss, sondern einfach man ist der Meinung, eine andere Finanzpolitik, eine andere Außenpolitik, eine andere Bildungspolitik solle sein. Die zweite Möglichkeit wäre die sogenannte Ministeranklage beim Verfassungsgerichtshof. Da allerdings müsste zwar auch eine Mehrheit im Nationalrat zustande kommen. Nur warum sollte man das tun? Das ist irgendwie totes Recht. Da hat jemand dann mutmaßlich was verbrochen. Aber das Misstrauensvotum geht schneller, weil dann ist jemand morgen weg. Und so oder so passiert es nicht oft, weil ja im Normalfall die Regierung eine Mehrheit im Nationalrat hat und die nicht gegen ihre eigene Minister stimmt. Das tut man bei Abstimmungen entlang der Parteilinie nicht. Wenn, dann würde die Regierung wohl auch eher selber zurücktreten. Beziehungsweise kann es natürlich schon passieren, dass in einer Partei Abgeordnete sagen, na den oder die will ich eigentlich nicht mehr als Minister. Dann legt man dieser Person aber eher den Rücktritt nahe, als dass man dann mit dem Spektakel einer Abstimmung gegen den eigenen Minister Minister ist. Kann der Bundeskanzler einen seiner Minister quasi kündigen? Er kann ihm den Bundespräsidenten zur Entlassung vorschlagen, was der aber nicht erfüllen muss. Aber dann muss der Bundeskanzler mit einem Minister arbeiten, den er gar nicht mehr haben will? Es wird der Bundespräsident im Realfall wohl diesem Vorschlag folgen. Er kann allerdings auch sagen, kommt mal zu mir hinter die Tapetentür, das ist ein Raum in der Hofburg und reden wir nochmal drüber.
Letzte Frage, wenn du dir bei der Art, wie in Österreich Regierungen gebildet werden, eine Änderung wünschen dürftest, die dann erfüllt wird, was wäre das? Ich würde mir wünschen, dass Ministerinnen und Minister, wie bei der Europäischen Kommission, sich vor ihrer Angelobung einer öffentlichen Anhörung im Parlament, den Nationalratsabgeordneten, stellen. Wir alle können zusehen und zuhören und wissen dann, wen wir da in unserer Regierung bekommen. Das war die zweite Episode von Der Peter und der Wolf aus dem FM4-Studio. Und das nächste Mal, in der nächsten Folge, beschäftigen wir uns mit dem Parlament. Und wenn ihr uns ein Mail schreiben wollt, dann einfach an professorundwolf@orf.at. Falls es Fragen zu den bisherigen Episoden gibt oder Feedback oder Fragen für die nächsten, und wenn ihr unser Gespräch auf Social Media kommentieren wollt, dann am besten unter dem Hashtag Professor und Wolf, dann können wir mitlesen. Das war's für heute. Danke, Peter. Danke, Armin. Danke euch und bis zum nächsten Mal.